Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Kloppo Trainerkarriere bei den ersten FC Köln. In der letzten Folge haben wir ja zwei Partien gespielt, als auch die Transferphase gehabt. Die sind recht gut ausgegangen mit 2x1:0. Jetzt gehen wir rein in die nächste Partie und diese bestreiten wir gegen Mainz 05, die mit einer 4-2-1 Formation beginnen werden. Und wir beginnen natürlich mit unserer 4-3-3 Formation, aber meiner muss eine Pause machen. Dafür darf hier jetzt dann Paul Wanner auf die Linksaußenverteidiger, Außenverteidiger ist ja schon Außenstürmerposition reingehen. Kilian kommt ebenfalls mit und damit gehen wir jetzt rein in die Schnellsimulation in der Mewa Arena und gewinnen sehr knapp mit 2-1 dank Selke und Kilian. Bevor wir jetzt reingehen in die nächste Partie, blicken wir auf die Bundesliga-Tabelle. Auf Platz 1 ist RB Leipzig mit 9 Punkten aus 3 Partien. Dasselbe schaffen wir ebenfalls. Es war bisher ja immer knapp die Ergebnisse, aber wir haben Punkte geholt, was ja richtig gut ist. Hinter uns der FC Bayern München mit 7 Punkten, ebenfalls 7 Punkte hat Gladbach. Und jetzt gehen wir rein in die nächste Partie und diese bestreiten wir gegen Borussia Dortmund, die hier mit einer 4-2-3-1 Formation beginnen werden und wir beginnen mit unserer 4-3-3 Formation. Ja, und können hier auch komplett mit unserer Top 11 beginnen, bis auf Schmitz, denn hier darf Matriciani von Anfang an ran und damit gehen wir jetzt rein in diese Partie und möchten ja schon vielleicht einen kleinen Sieg hier rausholen im oder aus dem Rhein-Energie-Stadion. Ich bin sehr gespannt, ob wir hier den BVB besiegen können, denn bisher war der BVB nicht so stark. Orfs über den Flügel läuft er jetzt entlang, findet Selke. Selke legt auf für Gio Reyna. Reyna trifft den Pfosten und trifft dann anschließend das Tor in der 17. Spielminute und damit führen wir heim mit 1-0. Der erste Eckball für uns. Rainer bringt die Reingabe rein auf Selke. Der kommt zum Kopfball und verwandelt ihn. Und damit führen wir jetzt schon gegen den BVB in der 27. Spielminute mit 2-0. Jetzt der BVB spaziert einfach mal vorbei. Und dann trifft leider auch Diogo Jota. Er ist nämlich hierhin gewechselt. Folgt Jürgen Klopp in die Bundesliga, aber leider zum falschen Verein. Und damit, ja, ist es jetzt auch erstmal egal, denn wir kassieren hier von ihm diesen Gegentreffer. Orbs jetzt über den Flügel, rennt jetzt hier gegen Özcan, kommt reinigermaßen gut damit zurecht. Und jetzt trifft er mit diesem Schuss, kommt er vorbei an Lothar und macht da einen dritten, sehr schönen Treffer auf jeden Fall. Jetzt die Borussen über den Flügel. Matriciani rennt nur vorbei, Hübers muss aufpassen und stört im richtigen Moment. Jetzt Matriciani mit einem Riesenfehlpass und dann kassieren wir den Anschlusstreffer. Matriciani, Riesenfehlpass und das ist auch ja derjenige, der hier dieses Gegentor zu verschulden hat. Angriff von den Borussen über Diogo Jota. Chabot muss jetzt hier erstmal wieder hinterherkommen. Jetzt der Pass rein in 16 Meter Raum. Schwebe pariert. Freistoß jetzt für die Borussen. Die Reingabe kommt, der Kopfball erfolgt und der geht perfekt rein von Jota. Jetzt wieder Dortmund im Angriff. Über die Mitte passen sie rauf. Rogerio hat nicht aufgepasst und jetzt dreht der BVB diese Partie und damit steht es 4-3. Goldmann am Ball, findet Rogerio. Rogerio im 16-Meter-Raum. Wahnsinnstreffer in der 85. Spielminute von unserem Linksverteidiger und damit gleichen wir aus. Das Spiel ist vorbei. Wir spielen unentschieden gegen den BVB, nur von 4-4. Extrem torreich. Viele Tore sind gefallen, was mir persönlich nicht so gefällt. Lieber habe ich ein, ja, nicht so torreiches Spiel, aber dafür ein dominantes. Das konnten wir hier leider nicht unter Beweis stellen. Aber man muss auch ehrlicherweise gestehen, das war der BVB und deswegen war diese Leistung in Ordnung. Nach diesen Unentschieden sind wir zurück in der Bundesliga und zwar gegen Hertha BSC. Die sind nicht gut reingestartet, sind 17. aber wir dürfen sie nicht unterschätzen, denn ja, sie können uns definitiv besiegen, denn ich würde immer noch weiterhin sagen, dass wir abstiegsgefährdet sind. Sie beginnen auf jeden Fall mit einer 4-2-3-1 Formation. Wir beginnen natürlich mit unserer 4-3-3 Formation, müssen aber ein paar Spieler austauschen, sodass wir jetzt hier mit dieser Elf beginnen werden und ich habe wirklich jeden Spieler ersetzt, bis auf rechts hinten Schmitz, der normalerweise Stammspieler ist, aber egal, wir gehen jetzt hier rein,
Teller macht sein Debütspiel und direkt in der Startelf sogar. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie wir hier gegen die Herthaner uns schlagen werden. Und damit sind wir bereit für Berlin. Teller hat den Ball, findet jetzt Lemperle komplett frei in der Mitte. Lemperle scheitert am Torhüter. Jetzt die Herthaner in Angriff und die verwandeln ihn. Und damit ist der erste Angriff direkt drin von den Herthanern, was natürlich aus unserer Sicht richtig bitter ist. Es gibt einen Elfmeter für die Herthaner. Grund dafür ist dieses harte Einsteigen von Maite, das wir jetzt hier sehen werden. Hier sehen wir die Grätsche und meiner Meinung nach war es sogar außerhalb, wenn wir gleich nochmal drauf gucken. Hier, Moment, hier sehen wir es, es war komplett außerhalb. Es gibt aber einen Elfmeter, also ja, FIFA bzw. EFC hat mal wieder was dazugelernt, natürlich hier mit Haufen Fehlern aufzutreten. Das sehen wir jetzt auch hier und wegen diesen Fehler liegen wir erst mit zwei Toren zurück. Eckball für uns. Uth mit der Hereingabe auf Serda und der war richtig eng, aber der Torhüter kommt noch mit den Fingerspitzen dazwischen. Ibicic am Ball, jetzt auf Tigges, der kommt nicht vorbei an diesen zwei Männern. Schmelz macht von hinten Druck. Und jetzt haben wir ihn, beziehungsweise Holtmann hat ihn, Holtmann hat ihn immer noch, Holtmann zieht drauf und trifft und macht den Anschlusstreffer in der 73. Spielminute. Es geht in die falsche Richtung für uns, denn Hertha greift an, wir klären und versuchen jetzt natürlich den Konter auszuführen. Tigges bringt ihn auf Teller, Teller hat ihn, versucht natürlich jetzt hier alles schnell zu machen. Teller dribbelt sich vorbei, kriegt dann einfach mal rein, Holtmann hat ihn, bringt ihn jetzt auf Paul Wanner. Wanner hat ihn jetzt, findet jetzt vorne Tigges. Tigges zieht ab und schießt vorbei. Danach ist auch diese Partie vorbei. Wir verlieren wegen diesem, ja, schlechten Elfmeter, muss man eigentlich schon fast sagen, mit 2:1, was natürlich aus unserer Sicht extrem bitter ist. In der nächsten Partie müssen wir weiterkommen, wenn wir weiter im DFB-Pokal bleiben wollen, denn hier bestreiten wir die nächste Partie gegen Hoffenheim, was nicht einfach wird, denn wir beginnen mit einer 5-3-2-Formation. Hier wird es schwer sein, sich überhaupt durchzusetzen und aufs Tor zu kommen mit einer Fünferkette, die sich hier auflaufen lassen. Schmitz muss ersetzt werden aufgrund dieser Ausdauerprobleme. Matriciani kommt rein und jetzt werde ich nochmal mich wegen der Auswechselbank kümmern. Die Auswechselbank sieht hier jetzt so aus. Es ist kein Verteidiger da. Ich hoffe, da verletzt sich jetzt keiner und damit gehen wir jetzt rein um 19 Uhr im Rhein-Energie-Stadion und möchten uns natürlich hier durchsetzen. Mal schauen, ob wir das schaffen gegen die Sinsheimer. Gio Reyna hat den Ball, findet Forbes, der nach vorne sprintet. Forbes ist jetzt im 16-Meter-Raum. Forbes mit dem ersten Treffer in dieser Partie und zwar in der 18. Spielminute. Eckball jetzt für die Hoffenheimer über Geiger. Die Hereingabe kommt rein. Meiner klärt ihn auf Gio Reyna, der ihn natürlich hier den Konter jetzt ausführen möchte. Schickt jetzt hier Forbes. Forbes rennt nach vorne und setzt sich auch durch. Forbes hat den Ball. Immer noch Forbes. Es ist ein 1 gegen 1 und er gewinnt und macht den zweiten Treffer heim im Rhein-Energie-Stadion. Meiner hat den Ball, rennt nach vorne, ist jetzt im 16-Meter-Raum. Meiner dribbelt sich vorbei. Meiner! Aber John kommt noch dazwischen. Es gibt einen Eckball für uns. Gio Reyna bringt ihn rein auf Selke und Treffer bringt ihn per Kopf. Tor Nummer 3 ist gefallen für die Heimmannschaft. Forbes hat den Ball. Forbes findet Selke. Starker Pass. Selke scheitert. Meiner kommt ebenfalls zum Schuss und verdenkt ihn in der 53. Spielminute. Jetzt Hoffenheim mit 16 Meter Raum. Alles ist frei. Schwebe trifft. Schwebe trifft. Ein Schwebe hält nicht. Und damit kassieren wir leider diesen ersten Treffer von Prömel. Jetzt die Hoffenheimer über den Flügel. Ljubicic, gefährliche Grätsche. Und jetzt dreht Hoffenheimer auf. Zweiter Treffer, der ist jetzt gefallen. Reyna sprintet den Flügel entlang. Gio Reyna vorbei an der letzten Abwehrkette. Gio Reyna mit dem nächsten Treffer für die Kölner. Nah am Ball. Wanner schickt Tigges. Tigges kommt noch dran und der Lupfer geht knapp über das Tor. Jetzt Hoffenheim auf dem Flügel vertreten. Wir müssen auf. Passen übers Machtdruck. Ljubicic kommt mit dazu. Wird jetzt aber ein bisschen aus dem Spiel rausgenommen mit einem Pass. Die Reingabe folgt auf dem komplett freistehenden Mann, aber Schwebe hält. Das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen mit 5:2. Richtig torreich. Leider nochmal zwei Treffer kassiert, aber das macht nichts, denn jetzt sind wir eine Runde weitergekommen. Bevor wir jetzt reingehen in die nächste Partie, schauen wir einmal auf einen Transfervorschlag. Denn Embolo wurde als Stürmer vorgeschlagen. Er hat natürlich eher Geschwindigkeit.
Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie teuer der ist, denn wir müssen ja auch auf den Preis noch achten. Wir haben nur noch 16 Millionen, aber ich wollte unbedingt nochmal in Jugendspieler investieren. Das heißt, hier geht auch nochmal Geld drauf. Das werde ich auch gleich nochmal erledigen. Aber jetzt gehen wir vorher in die Partie rein gegen St. Pauli, die mit einer 3-4-3-Formation beginnen werden. Wir beginnen mit unserer 4-3-3-Formation, müssen aber was vornehmen. An Änderungen, denn zum Beispiel ein Gio Reyna hat leichte Ausdauerprobleme, weshalb Uth von Anfang an beginnen darf, aber auch Rogerio hat hier Probleme, auch Parquarada, ich weiß ehrlicherweise immer noch nicht, wie man den ausspricht, aber egal, er darf trotzdem von Anfang an beginnen. Kilian kommt mit, Hübers muss auch eine Pause machen, Heinz darf dafür einspringen und jetzt kommt noch die Auswechselbank. Hier wird es relativ einfach gemacht, denn Reyna wird ersetzt durch Paul Wanner, Tigges ersetzt noch hier Selke, das wollte ich noch machen, genau. Und Holtmann wird jetzt hier ausgetauscht durch Suazerda. Und ja, damit gehen wir jetzt auch schon in diese Partie. Wir wollen natürlich 3 Punkte mitgehen gegen São Paulo, sollte das auch absolut möglich sein. Mal schauen, ob uns das gelingt im Rhein-Energie-Stadion. Meiner hat den Ball, meiner rennt durch, meiner zieht ab und meiner trifft in der 13. Spielminute. Zwei Riesenchancen innerhalb kürzester Zeit. Die zweite wird ausgenutzt und damit führen wir mit 1:0 dank diesem wunderschönen Treffer von unserem linken Flügelspieler. Meiner mit der Nummer 37 aus 21 Meter. Jetzt an Pauli über den Flügel. Schmitz macht Druck und ist aktiv und kann diesen erobern. Jetzt bringt er ihn sofort auf Forbes. Forbes rennt nach vorne, findet Tigges, der den Ball sogar jetzt bekommen hat. Der bringt ihn zurück auf Forbes, der natürlich schnell ist, sich hier vorbei dribbelt. Forbes, nächster Treffer für den ersten FC Köln. Martel hat den Ball. Martel aus der Distanz. Es ist leider hier kein Erfolgskonzept, zumindest in der Szene. Aber jetzt müssen wir unfassbar aufpassen auf diesen Konter von St. Pauli. Die kommen jetzt. Der Pass wollte oder wurde versucht rüber zu stecken. Kieran ist dazwischen gekommen. Jetzt müssen wir aber immer noch aufpassen. St. Pauli ist immer noch im Angriff. Wir blocken den Ball und faulen hier im Strafraum. Weiß ich ehrlicherweise nicht, ob das im Strafraum war oder nicht. Die Linie sehen wir jetzt hier nicht, aber wir werden es jetzt sehen. Und natürlich war es im 16 Meter Raum. Egestein steht jetzt bereit, läuft an, zieht ab. Schwebel kommt dazwischen, Glanzparade, und damit bleibt erstmal zumindest die Null stehen. Jetzt kommt St. Pauli, alles ist frei, damit kommt dieser Volley und jetzt hat Egelstein getroffen. Eckball jetzt für die Hamburger und immer noch sind sie am Ball, jetzt im 16 Meter Raum liegen auf, alles ist frei, der Treffer, der kommt und es ist wirklich wahnsinnig. Auch bei Dortmund haben wir unfassbar gut geführt und jetzt kassieren wir ohne Ende Tore und ich weiß nicht warum, auf Ballbesitz großartig spielen wir nicht, das heißt, ja, wir werden nicht überheblich oder sonst was. Wir spielen einfach so weiter wie vorhin und trotzdem kassieren wir hier leider diese Tore und auch hier in dieser Szene. Meiner hat jetzt hier die Möglichkeit, eine Vorlage über die Ecke zu machen. Der Kopfball, der kommt. Purat hält, Forst bringt die nochmal rein, aber auch dann wird nochmal geklärt. Und jetzt nochmal die Reingabe, daraus wurde aber nichts. Lübecek jetzt auf Martel, der hat ihn, findet jetzt Tigges. Tigges hat ihn jetzt, Tigges hat ihn immer noch und ist im 16 Meter Raum gewesen. Parquarada bekommt ihn, ist jetzt wieder im 16 Meter Raum, findet Meiner, der zieht ab, Forbes auch per Kopf und Uth zieht auch nochmal drauf, aber der Ball will einfach nicht rein. Uth hat den Ball immer noch, Uth findet jetzt hoffentlich Tigges mit diesem Pass und das macht er auch. Tigges im 16 Meter Raum kommt zum Schuss, aber dabei wurde abgeblockt. Meiner bekommt ihn jetzt aber immer noch. Meiner trifft in der oberen Ecke und holt damit die Führung zurück. Jetzt kommt St. Pauli. Wir müssen aufpassen. Immer noch St. Pauli im Angriff. Schwebel hechtet, obwohl er noch nicht mal schießt. Und dann, ja, passiert leider hier dieser Ausgleichstreffer. Meiner hat den Ball, Meiner bringt ihn auf Lübicic, der ist komplett frei, Lübicic hat bloß keine Ausdauer mehr, Lübicic mit dem Treffer in der 82. Spielminute. Hartes Einsteigen von Lempele und damit gibt es Rot. Der Stürmer kassiert in der 90. Spielminute eine rote Karte.
hat hier ein zu hohes Risiko eingegangen. Und das sehen wir jetzt auch hier nochmal in der Wiederholung. Letzter Mann, er wollte unbedingt den Ball haben und grätscht so hart rein. Der Schiedsrichter beendete diese Partie. Wir gewinnen am Ende in Unterzahl mit 4:3. Sehr torreich und auch aggressiv, muss man sagen. Und wir müssen definitiv auf bessere Leistungen jetzt wirklich mal uns verlassen können. Denn die Verteidiger machen, was sie wollen. Und dadurch kassieren wir hier leider richtig viele Tore. Und auch gegen Darmstadt holen wir 3 Punkte, denn wir gewinnen mit 4:1 dank Senke, Kilian und Hübers. Dafür verlieren wir dann wieder gegen Leipzig mit 3:1 und das ist sehr bitter, aber akzeptabel. Zwischenzeitlich gibt es jetzt eine schlechte Nachricht, denn Rogerio verletzt sich leider hier wegen einer ausgekugelten Schulter für 7 Wochen. Und in der letzten Partie der heutigen Folge gewinnen wir gegen den FC Augsburg mit 1:0 dank Senke. Zum Schluss dieser Folge blicken wir natürlich auf die Bundesliga-Tabelle auf Platz 1, wer auch sonst, der FC Bayern München, gefolgt von RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Wir sind auf Platz 4 mit 19 Punkten, hinter uns Union Berlin und der VfL Wolfsburg mit 17 Punkten. Danach kommt Frankfurt, die Borussia aus Dortmund, Augsburg, Mainz 05, Leverkusen, Hoffenheim, Freiburg, Stuttgart, Hertha BSC, Werder Bremen, St. Pauli und Darmstadt 98 ist mit 2 Punkten auf den letzten Platz. Und auch die nächsten Gegner im DFB-Pokal wissen wir, der heißt Stuttgart, was ziemlich ausgeglichen sein sollte. Mit dieser Partie beginnen wir auch beim nächsten Mal. Danach folgt Werder Bremen in der Bundesliga, dann kommt Frankfurt, Leverkusen und dann noch 4 weitere Partien. Einmal Freiburg, Mönchengladbach, Hoffenheim und zu guter Letzt dann nochmal die Bayern, was extrem schwer sein wird, was auch das letzte Spiel ist vor der Wintertransferphase. Deswegen gerne Transfers in die Kommentare. Und damit war es das von diesem Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein und ciao.